Auf der anderen Seite sehe ich jemanden, der zwar älter ist, aber überhaupt nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Das ist so schonungslos ehrlich, dieses Video. Reagier mal auf Joeys Video. Ja, der hat heute ein Video rausgebracht. Okay, wir gucken einfach mal rein. Ich sag mal dazu nichts weiter und wir gucken einfach mal rein. Hallo. Hallo, Schatz. Bist du schon schön gefahren? Hast du schon gefilmt? Was denn das? Mir geht es im Moment so gut wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich kann inzwischen sagen, dass ich im Grunde alles in meinem Leben erreicht habe, was ich immer wollte. Und damit meine ich nicht Geld, ein schönes Haus, Autos und so weiter. Damit meine ich das Gefühl, wertvoll zu sein. Der Grund dafür zu sein, dass jemand liebt. Ohne, dass ich irgendwas Bestimmtes mache, sondern indem ich einfach nur da bin. Wie alt ist er heute? 16. Also, ihr solltet euch das in Ruhe angucken. Ich habe vorhin schon geguckt, so, er spricht dann halt darüber, dass er teilweise eine schwierige Zeit hatte als Kind und in seiner Jugend. Und so lange in meinem Leben habe ich geglaubt, dass ich dieses Gefühl niemals haben werde. Ich lade inzwischen seit über 5 Jahren Videos auf diesem Kanal hoch und ich liebe, was ich mache. Ich erreiche mit meiner Art und meinem Humor jede Woche tausende Menschen und so viele schreiben mir täglich, dass ich sie nach langer Zeit wieder zum Lachen bringen konnte, sie aufgebaut habe, ihnen Mut geschenkt habe, ihnen den Raum geboten habe, alles Negative kurz zu vergessen. So viele Menschen, die... Und das kann ich mir bei Joey auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es da relativ viele Leute gibt, die dieses Gefühl bei ihm haben, weil es so ein positiver Ausstrahlungsmensch ist. Der hat ja, also wenn man seine Videos guckt, ist ja einfach krass, wie viel so an positiver Power da so hinter ist. Als ich mit 6 Jahren tanzend in der Garage meiner Eltern Pirouetten gedreht habe, meinte sie zu einer Freundin, dass sie glaubt, ich würde mal schwul werden. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich in meiner Schulzeit gefühlt habe, denke ich immer an komplett gegensätzliche Emotionen. Einmal den Klassenclown, der sich täglich für die Unterhaltung der gesamten Schulklasse bereit erklärt hat und deswegen täglich mindestens 30 Minuten vor dem Klassenraum warten musste. Auf der anderen Seite sehe ich jemanden, der zwar älter ist, aber überhaupt nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Was ihn ausmacht, warum er sich plötzlich so schlecht fühlt und gar keinen richtigen Grund dafür kennt. Das ist so schonungslos ehrlich, dieses Video. Das ist so krass, weil Joey zeigt ja auf seinem Channel natürlich nur einen bestimmten Teil von seinem Ich, so wie das jeder ja auch tut. So, also man zeigt ja nicht sozusagen jedes Mal, wenn man nicht gut drauf ist oder so. Und das finde ich so, so strong von ihm, dass er das so deutlich alles rüberbringt. Ich habe so lange gefühlt, dass ich mich plötzlich zu allen anderen unterscheide. Dass ich schwul sein könnte, konnte ich aber schon mal ausschließen. Denn wäre das der Fall, wäre ich eklig, jemand, für den sich meine Eltern schämen müssten und mit dem niemand was zu tun haben will. Zumindest war ich davon fest überzeugt. Das sagen die doch immer alle über solche Leute. Und ich bin ja kein ekliger Mensch, das weiß ich. Jemand schreibt gerade, ich wusste, dass er schwul ist, er schminkt sich doch auch. Junge, das heißt nicht, dass man... Junge. In der Oberstufe habe ich mich dafür entschieden, mir einen Gefallen zu tun, indem ich meine Freundschaft nicht mehr gepflegt habe. Ich dachte mir unterbewusst, bevor jemand sagt, wie komisch er mich findet und dass er deswegen nichts mehr mit mir zu tun haben will, distanziere ich mich lieber vorher selber. Ich erspare ihm die unangenehme Situation. Schließlich bin ich ja hier anscheinend das Problem. Wisst ihr, ich bin ziemlich gut darin, das zu verstecken, was ich gerade wirklich fühle. Ich kann mit den Fingern schnipsen und sehe super glücklich aus. Ich glaube, niemand aus meiner Schulzeit hat wirklich gemerkt, was in dieser Zeit mit mir los war. Ey, nicht nur ist das so ehrlich, so schonungslos offen und so mutig und stark, das alles so rüberzubringen, sondern es ist auch handwerklich so gut rübergebracht. Ohne Scheiß. Als würde ich mein komplettes Leben in Frage stellen und wüsste gar nicht so richtig, warum ich das hier eigentlich noch tue. Aber ich habe mich so gefühlt. So lange, dass es immer noch wehtut, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es nicht okay war, schwul zu sein. Denn solche Menschen gäbe es nur im Fernsehen. Denn darüber kann man nur lachen oder sich schämen. Als ich nach der Schule keine Perspektive mehr sehen konnte, habe ich mich dazu entschlossen, ganz weit wegzugehen. Ich bin Ende 2013 nach Australien gereist, um ein Leben, in dem ich mich so fühlte, als ob mich niemand dort haben wollte, hinter mir zu lassen. Ey, und ich glaube, sowas ist halt auch so, so wertvoll für so viele Menschen, denen, die jetzt 18 sind oder die jetzt 14 sind oder die jetzt weiß nicht was sind und ja, und denen es sozusagen ähnlich geht in der Phase. Ich finde das so, so strong, dieses Video. Diese 7 Monate in Australien waren die einsamsten und traurigsten Monate meines Lebens. Ich habe mich mein ganzes Leben lang nicht so allein gelassen und ungeliebt gefühlt. In dieser Zeit war ich ein gebrochener Mensch und ich hatte keinen blassen Schimmer mehr, wer ich war und was mich als Menschen ausmacht. Ich hatte damit abgeschlossen, jemals das Gefühl zu spüren, von einer anderen Person geliebt zu werden, von meinen Mitmenschen geschätzt zu werden, dass ich Freunde haben würde, die mich anrufen und fragen, ob ich nicht Zeit mit ihnen verbringen würde, weil diese Angst, verstoßen zu werden, alles andere in meinem Leben überwogen hat.
Ziemlich irrational davon auszugehen, dass wirklich jeder Mensch auf der ganzen Welt einen Grund dafür hätte, dich kacke zu finden, hä? Spulen wir mal ein bisschen vor. Es ist 8 Jahre später und ich bin die glücklichste Version von mir selbst, die man sich nur vorstellen kann. Dieses vermeintliche Problem, das für mich unüberwindbar erschien, was mich glauben ließ, dass ganz normale Gefühle wie Liebe für mich unerreichbar seien, hat sich komplett in Luft aufgelöst. Ich habe eine Familie, die mich in allem unterstützt, was ich tue. Ich bin seit mehreren Jahren in einer glücklichen Beziehung und letztes Jahr mit meinem Freund in unser erstes gemeinsames Haus gezogen. Und ich habe euch. Und so schnulzig das jetzt auch klingen mag, ohne diesen Kanal wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Denn erst als ich mich mit der wohl unsichersten Version von mir selbst vor die Kamera gesetzt habe und nur ein ganz kleines bisschen Joey gezeigt habe, hat diese Fassade, die ich mir so viele Jahre aufgebaut hatte, um mich selbst zu schützen, angefangen zu bröckeln. Ich habe gelernt, dass meine Sexualität nur ein winzig kleiner Bruchteil von all den vielen tausend Dingen sind, die aus mir eine Person machen, die wertvoll ist, genauso wie sie ist. Würde mich heute jemand fragen, was ich gerne an mir ändern würde, wäre es vielleicht, dass ich viel zu oft an mir selbst zweifle oder zu viel Wert auf die Meinung anderer lege, aber ganz sicher nicht meine Sexualität. Ich weiß, dass es noch so viele unter uns gibt, die gleichen Gefühle, wie ich sie hatte, jeden Tag spüren. Die sich verstoßen fühlen, einsam und ungeliebt. Die sich fragen, was sie eigentlich falsch gemacht haben, weil sie doch eigentlich nur versuchen, es allen recht zu machen. Die für etwas beleidigt werden, das eigentlich das schönste Gefühl der Welt ist. Zu lieben und geliebt zu werden. Für etwas, das sich kein Mensch jemals entscheiden könnte. Ich weiß, du gehst gerade durch die Hölle. Ich weiß, du fragst dich so oft, warum du noch hier bist. Ich weiß, dass du das alles nicht verdient hast, dass du überhaupt nichts falsch gemacht hast. Und ich weiß, dass du richtig bist, genauso wie du bist. Ich sitze hier mit Tränen in den Augen und schütte euch mein Herz aus, um mir selbst zu sagen, dass alles gut ist und um euch zu zeigen, dass es besser wird. Ey, ich habe jetzt nicht mehr Pause gemacht, weil es einfach nicht sinnvoll gewesen wäre, da Pause zu machen. Aber es ist so, vor allen Dingen, das Ding ist, ich kenne jetzt Joey schon echt ein paar Jahre sogar. Also ich kann sagen, ich kenne Joey jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wann wir das erste Mal Videos zusammen gedreht haben, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Warte, ich guck mal, wann haben wir überhaupt das erste Mal ein Video zusammen gedreht? Vor 3,5 Jahren. Wir haben 2017, wir haben jetzt 2021, wir haben 2017 das erste Mal Videos zusammen gedreht so. Und jetzt fragen gerade Leute auch im Chat, wusstest du das? Ja, natürlich wusste ich das. Klar, es gibt ja nicht nur die Videodrehs, die man zeigt, es gibt ja auch noch dahinter den Austausch, es gibt ja auch noch dahinter das Miteinander abhängen. Und ich finde das so schön und ich wusste auch, dass, was er gerade im Video gesagt hat, dass er jetzt mit seinem Freund zusammen wohnt und sein Freund ist auch so ein Netter. So, und die beiden... Du merkst bei Joey halt so richtig krass, wie sehr ihm das gut tut. Und ohne Scheiß, ich finde das so strong, dass er dieses Video jetzt gemacht hat. Nicht nur, weil es sozusagen einfach stark ist, das alles so offen und so ehrlich rüberzubringen. Nicht viele Leute, glaube ich, hätten die Kraft, im Internet vor so vielen Leuten das übers Leben zu erzählen. Womit man in welchen Formen wie am Struggeln war. So krass. Deswegen alleine ist das schon super strong. Aber vor allen Dingen auch, weil ich, wie gesagt, halt glaube, dass es wirklich Leuten, die in der Situation jetzt gerade sind, und da ist eigentlich egal, ob die Leute gerade 14 sind oder gerade 18 sind oder maybe gerade 40 sind, kann ja auch gut sein. So, weil das Ding ist, als Joey irgendwie in der Jugend war oder so, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so, da war die Welt auch nochmal ein Stückchen anders, was das angeht. Und ich glaube halt, dass, wenn du dir vorstellst, Leute, die jetzt irgendwie die 40, 50 sind oder so, als die jung waren, da war die Welt noch sehr anders, was das angeht. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die damit dann sozusagen lernen mussten, bestimmte Teile von dem, was sie ausmachen, von dem, was sie sind, einfach zu unterdrücken, was super schade ist, was es umso schöner macht, dass Joey jetzt das so gemacht hat.